Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video am 1. Dezember 2020. Ich muss etwas leiser sprechen, da mein Vater eine Konferenz hat mit der Gemeinde am Laptop und er mich nicht bis rüber hören darf. Heute habe ich mein neues Bett bekommen, ein Niederflurbett, weil ich nur 1,55 bin. Wenn ich das überhaupt noch bin, vielleicht bin ich nur noch 1,50. Und ich hatte bis jetzt ein normales Bett, zwar ein Pflegebett, aber ein normal hohes Bett. Und mit der Lagerungsmatratze war das immer etwas zu hoch, dass ich immer rausgerutscht bin, wenn ich mich hingesetzt habe, weil die Matratze sich mit Luft füllt und nach unten geht, wenn man sich draufsetzt, und das hat immer so einen Buckel gemacht, so, dass ich rausgerutscht bin. Und jetzt habe ich ein Niederflurbett und heute verbringe ich die erste Nacht darin. Heute war Sonja nicht da. Sie hatte zu viele Zahnschmerzen, leider. Morgen kommt Corinna wieder. Sonja hat mir zu Mittag abgesagt, weil sie hat auf uns Zahnarzt zu mir gewartet und hätte das noch machen lassen und wäre dann gekommen, aber sie hat erst für morgen einen Termin bekommen und wollte dann nicht mit Zahnschmerzen zu mir kommen, was ich verstehen kann. Und deswegen war ich heute alleine. Corinna kommt morgen wieder. Mal schauen, wie das wird. Momentan hat es Minusgrade. Heute den ganzen Tag minus 3 Grad. Maximal Höchsttemperatur 0 Grad. Und das ist halt, ich war halt auch nicht draußen. Und aber halt damals das erste Adventskalender Türchen öffnen dürfen. Ich hatte Ohrringe in meinem Adventkalender. Und sonst gibt's nicht viel Neues. Es war halt nicht viel los. Da Sonja nicht gekommen ist, ist auch nicht viel passiert. Und da ich jetzt nicht laut reden darf, kann ich sowieso nicht viel erzählen. Mein Vater hat einen Allergieanfall, weil er 3 Tage keine Allergiemedikamente genommen hat. Deswegen ist es gut, dass sie die Sitzung heute online haben, weil sonst wäre er wieder nicht dabei gewesen. Und meine Mutter ist zur Nachbarin gegangen, was trinken und so, und tratschen. Und ich liege im Bett und warte, dass die Zeit vergeht und dass ich müde werde. Aber ja, sie fast immer so. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.